Ja, hallo und seid gegrüßt, meine leuchtenden Pilznascher. Ich bin euer Affenkönig Dämlich und das ist Fallout 4 auf der PS5 und zwar Part 103. Wir müssen zu Mass Fusion mit der, wie hieß sie denn, Ellie? Muss ich gleich nochmal gucken, wie hieß sie denn? Ja, Ellie Fillmore und sollen einen Beryllium-Beschleuniger besorgen. Ich bin gespannt, ich freue mich. So, Relais verwenden. Durch einen Sprung zu Mass Fusion wirst du für immer ein Feind der stillen Bruderschaft. Willst du wirklich fortfahren? Ich habe mich für diesen Weg entschieden und das werde ich jetzt auch tun. Ja, jetzt ist natürlich einige Quests sind jetzt natürlich fehlgeschlagen. Logischerweise. Wahrscheinlich auch eine mit unserem. Naja, jetzt ist es nicht mehr unser Freund mit Dance. Aber ich hätte die natürlich vorher bestimmt noch ein paar machen können. Weiß nicht wie weit, aber ich finde es jetzt irgendwie geil hier fürs Institut und für meinen Sohn was zu machen. Und ich hoffe, ich kann ihn irgendwie retten. Ich weiß es nicht. Die Bruderschaft ist tatsächlich hier. Wir müssen uns wohl durchkämpfen. Boah, der Anzug sieht ja mega aus. Der schützt bestimmt noch besser vor atomaren Schaden. Okay, wir müssen uns durchkämpfen. Dann machen wir das natürlich. Was nehme ich denn da? Junk Jet hat ja nicht so viel genützt. Was zum Teufel? Was war das? Ich hoffe nicht, dass die jetzt alle hier stehen mit Powerrüstung. Nein, das haben sie nicht. So, oh nein, sie stürmt gleich rein. So, halt deine Rübe nicht dorthin, sonst hast du nachher einen Tunnel drin. So, Beinschuss Harry lässt grüßen. Ja, was? Der lebt noch. Oh. Ein Ritter. Das ist natürlich schwierig. Ja, der Helm ist weg. Komm, zeige mal, was du kannst. Immer volle Kanne. Und Weichteile. Oh, jetzt trifft er nicht mehr. Heieiei. %, jetzt muss doch mal einer blitzen. Komm schon! Ach Mist, ich habe noch die Artilleriegranaten ausgerüstet. Na komm, die können wir aber treffen, oder? Ich sollte nicht mehr auf den Kopf zielen. Oh doch, das hat gut gepasst. Geil, was ist das für eine coole Anlage hier? Die ist ja mega. Ja, hätte ich einfach auf die Rüstung geschossen, wäre einfacher gewesen. So, sehr schön. Tut mir leid, aber da kann ich auch wieder nur sagen, dass sie zuerst angegriffen haben. Nimm die Waffe aus deinen Griffeln! Du Halunke! Sehr schön. So, war's das erstmal. Boah, den hat's ja richtig hier reingedrückt. Mit 580 km/h mit dem Gesicht gebremst. Ja, brauche ich jetzt eigentlich noch die Holomarken? So ein Anzug und so, das habe ich ja alles schon öfters, des Öfteren. Und ihr wisst ja, ich bin keiner, der gerne mit dem riesigen Anzug spielt. Ich liebe es so zu spielen. Und es funktioniert ja. Zumindest bis jetzt noch. So, was hast du denn? Ja, ja, das gefällt mir schon besser. Die Holomarken nehme ich trotzdem mal mit. Oh! Uiuiui. Hat wirklich die Flosse abgeschossen. Na, ich hab's ja gesagt, er soll das Ding aus seinen Griffeln nehmen.
Was waren das jetzt von Holoband? Na prima. Vielleicht ist das einfach ein Holoband von Mass Fusion. Schauen wir doch mal. Ich gucke erstmal unter M. Haarklammern, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Kellogg. Mass Fusion Haupt-ID. Das müsste es doch sein, oder? Okay, da kann ich gar nichts machen, aber das müsste es sein. Was anderes haben wir ja nicht gefunden. Okay, mit der Karte kriege ich wahrscheinlich jede Tür auf, oder? Geil! Das hat sich ja gelohnt, wa? So, da oben. Ich will erstmal unten alles erkunden. Oh. Terminal? Nee. Ach Leute, ich bin froh, wieder hier zu sein. Ich hoffe, ihr seid auch froh, mich wieder zu sehen. Mein Arm geht soweit auch besser, falls ihr das mitgekriegt habt, dass ich wieder so ein bisschen wehgetan habe. Aber ich glaube, das wird halt so eine Art Berufskrankheit bei mir. Weil ich sehr viel meinen Arm belaste. Und meine Güte, pfeift der Wind hier. Oh, mein lieber Scholli, Windstärke 6. Als ob das nicht fortfließt. Du bist ja total angegriffen hier mit so einem Anzug vom Wind. So, hier ist nichts. Oh, doch. Oh, ein herrliches Wetter hier draußen. Geil. So, das können wir natürlich knacken. Bei meinem Glück schaffen wir es vielleicht auch nicht. Ah ja, und wenn dieser Part jetzt ein wenig kürzer werden sollte als üblich, bitte macht euch keine Sorgen, ich habe nur noch einen wichtigen Termin heute. Hat ja jeder mal, nicht wahr? Endlich! So, rein hier. So, was haben wir hier? Lecker Schmecker. Gut. Hör! So, da ist nämlich noch Muni. Und die brauchen wir, das wissen wir alle, extrem viel. Weil ich baller ja gerne rum. So, was hat der noch dabei? Ja, vielleicht gibt es da irgendwie so einen Unterhändler, wo wir die Holomarken verscherbeln können. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich die jetzt immer noch mitnehmen muss oder ob es sich jetzt erledigt hat, weil ich eh nicht mehr für die Bruderschaft arbeite. Wow! Ich weiß, einigen von euch ist das sicherlich sauer aufgestoßen. Aber das ist doch das Geile, oder? Diese freie Entscheidung, die man hat, um das zu machen, was man möchte. So, genau die habe ich noch gesucht. Ingenieursrüstung habe ich schon mal. Holomare stecke ich doch mal ein. So, geht das Ding noch hier? Oh, nach unten. Ich wollte eigentlich eher nach oben. Ach, fährt er uns jetzt ganz nach unten? Boah, geil. Wir können sogar live die Stadt hier sehen. Und die krasse Weitsicht. Meine Güte. Für so ein altes Spiel. Ist ja mittlerweile nun wirklich schon in die Jahre gekommen. So, aber da unten geht's wahrscheinlich wieder raus, wa? Oh! What the? Wie weit. Oh, Kate ist auch da endlich. Wie weit runter sind wir jetzt gefahren? Ah! Yuppies! Meine Güte!
Die sind alle hier! Ihr Schweine! So, da rennt schon mal weg. Oder die? Ne, es mutiert! Legendärer Ritter Sergeant der Bruderschaft! Was? Oh, geil, kritischer Treffer. In den Rücken. Wow. Ich mach dich fertig. Das werden eure letzten Atemzüge sein. So, ich pfeife mal was rein, bevor hier noch was Schlimmes passiert. Mist. Meine Schüsse gehen auch langsam zu Neige. Und wie viele Leute sind denn hier? Die muss ich hier dann alle irgendwie noch erledigen. Hoi. Wahnsinn. Boah, cool, jetzt haben wir wieder einen kritischen. Mist. Noch einer da. Wow! Mist, die Stromversorgung! Oh! Okay, da brauchen wir andere Geschütze. Okay, der ist schon mal weg. Jetzt beginnt der wahre Kampf hier. Die schießen aber auch wirklich ohne Fragen zu stellen. Erstmal her damit. Ja, hast recht, Kate. Der Batman-Freak schreibt ja auch immer, nehm alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Bloß von dem ganzen Rüstungszeug brauche ich jetzt nicht ganz so viel. Oh, Schlüssel. Mass Fusion Laborschlüssel, sehr gut. Ein Entwicklungsterminal. Was haben die denn hier unten gemacht? Die müssen ja... Massenfusion, das muss ja irgendein krasser Mist gewesen sein. Probieren wir erstmal aus Northwest. Null Treffer. Dann was ganz anderes. Bandolier. Zwei Treffer. Ja, vielleicht fängt es mit B an. Oder es endet mit ER. Dann Character. Bin durch. Ja. So. Intramail der Forschungsabteilung. 23.07.77. An W. Goldberg. Goldberg? Ich kenne nur Oldberg von der WWE, aber Goldberg sagt mir nichts. Leiter der Produktentwicklung. Alles ist an Ort und Stelle und wir sind fast bereit, den Beryllium-Beschleuniger in Betrieb zu nehmen. Ich habe Katie Hathaway auf die Graphabschirmung angesetzt und das Reaktorteam arbeitet an den Energieberechnungen. Wo ich sie gerade erwähne, Mrs. Hathaways Beitrag zu diesem Projekt ist von unschätzbarem Wert. Ich würde sie gerne für eine Beförderung empfehlen. Leiten Sie es in die Wege? Oh, cool! Naja, dann war der Vorgesetzte doch mal ganz nett, würde ich sagen. Persönliche Intramail 25.07.77. Zur Teilchentheorie. Was für ein Mist. Will Kentridge mit seiner Empfehlung für Hathaway...
was mit seiner Empfehlung für Hathaway da abziehen. Ach nein, er will diese Hathaway abziehen, okay. Seit 3 Jahren bin ich der Sklave dieses Kerls und dann spaziert dieses Miststück hier rein und klaut mir alles. Ich sag ihm mal eins, wenn sie nichts dagegen unternehmen, bin ich weg. Goldberg. Ach okay, das war jetzt der Goldberg und der mag die Hathaway natürlich gar nicht. Ja, so ist es aber manchmal. Manchmal wirst du einfach schnell ersetzt, jemand anders kann es besser und du bist nur eine Nummer. Aber das ist in unserer heutigen Gesellschaft nicht großartig anders, würde ich sagen. Außer bis auf wenige Ausnahmen. So, Energieentwicklung. Alarm! Im Produktentwicklungslabor 3 wurde eine Leistungsspitze festgestellt. Die Hauptenergie wurde abgeschaltet, um Schäden an der Anlage zu verhindern. Eventuell ist es möglich, die Energie an den betroffenen Bereichen vorbeizuleiten. Möchten Sie den automatischen Umleitungsversorgung aktivieren? Ja, machen wir mal. Okay, es hat anscheinend funktioniert. Jetzt sollte der Fahrstuhl auf jeden Fall wieder gehen, weil wir müssen ja nochmal nach oben. Der Aufzug sollte wieder Saft haben. Mr. Hammond, ich glaube, es läuft wieder. Cool. So, dann können wir hier mal ein bisschen nochmal looten und erkunden. Was gibt's hier? Ich meine, klar, die haben Massenberylliumbeschleuniger gebaut, deswegen wahrscheinlich auch Massenbeschleuniger. Also, das muss doch eine riesen Firma gewesen sein. Oh, Baseball. Oh, hier mit den Schließfächern, da kann man gar nicht reingehen, wa? Ich frage mich ja, ob es hier noch andere Gegner gibt. Wie wieder Ghule rumlungern oder sowas. Oh, schöne Muni. Noch ein Produktentwicklungsterminal. 20.06.77. Okay, jetzt schreiben sie wieder an diese Hathaway. Katie, ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass Ihre Arbeit am Beschleuniger von unschätzbarem Wert ist. Die Abschirmung hatte bislang immer Probleme bereitet, aber die Verwendung von Graphen in der Legierung war ein Geniestreich. Ich habe sie für eine Beförderung noch in diesem Jahr empfohlen. Gute Arbeit. Ach ja, das ist der Forschungsleiter, den wir vorhin hatten. Genau, der hat jetzt ihr geschrieben, dass er sie empfohlen hat. Hier schreibt ihr nochmal. Katie, wäre es möglich, innerhalb der nächsten Woche eine ganze Platte ihrer Kompositlegierung zu erhalten? Karl macht mir Druck. Wenn der Beryllium-Beschleuniger nicht bis Ende des Monats in Betrieb geht, werden Köpfe rollen. Falls Probleme auftreten sollten, sagen Sie es mir. Okay, er mochte sie aber anscheinend auch sehr. Sie wirken Wunder, Katie. Die Graphen-Kompositabschirmung war die letzte Komponente, die uns für die Inbetriebnahme des Beschleunigers noch gefehlt hatte. Und Sie konnten alles in weniger als einer Woche erledigen. Ich weiß nicht, was ich ohne Sie getan hätte. Wieder einmal großartige Arbeit. Wenn Sie so weitermachen, sind Sie im Nu Entwicklungsleiterin. Okay. Entweder hat die Sache, ihre Sache wirklich so gut gemacht, hat natürlich dann, oh, das wollte ich jetzt gerade nicht, viele andere in den Schatten gestellt. Aber das passt dann natürlich auch viel nicht. Sag mal, hier ist doch ein Reaktor. So, Waffenwerkbank, Rüstungswerkbank. Aber sonst gibt es hier doch nichts, oder? Ist noch zwar, doch, hier ist noch irgendwas anderes auf der Karte. Also ein bisschen. Geht das noch so weit nach unten? Ah, da müssen wir noch weiter nach unten fahren, oder? Das Ding fährt, glaube ich, erstmal gar nicht mehr nach oben. So, hier noch was. Ja. Oh. Doch hier kommen wir selber nach unten, wenn wir das wollen. Laborstation. Guck mal, so ein Stealth Boy. Oh, Muni. Ah, jetzt habe ich wieder. Ja, Gewehr mitgenommen. Okay. Zack. Ui. Vorsicht, sonst sehen sie uns. Sehen sie uns.
hier waren ja noch ein paar. Oberhalb waren auch noch ein paar Leute, die wir nicht gleich geschafft haben, um die Ecke zu bringen. Huh. Hi! Jajaj! Ich werde jetzt erst noch mal eine andere Waffe nehmen. 44er. Ah ne, da haben wir so wenig Muni. Nicht einfach getroffen. Ja, aber die geht auch. Die ist nämlich auch gar nicht so schlecht. Die macht ja auch. Ich glaube, was macht die für Schaden? Ein paar 40. Und die macht auch diesen atomaren Schaden, glaube ich. Ja, schön von der Seite. Zieht natürlich nicht allzu viel ab, das ist ja logisch. Ah. Oh, wie die Kugeln hier rumfliegen. Mega. So, hätten wir den auch. Das scheint ja eine Riesenhütte hier zu sein. Ist hier noch irgendwo einer? Ich sehe zumindest erstmal keinen. Dann looten wir die erstmal. Hier muss ich ja aufpassen, dass ich nichts verpasse. Es ist ja wirklich riesig hier. Oh, was ist das? Bossuniform. Okay, dann nehmen wir die mal mit. Eine Cherry Coke. Eiskalt. Lecker. Schön für die Pommes Fritz. Doch, wenn ich Burger und Pommes esse, dann gehört auch eine Cola dazu. Egal ob Cherry Coke, Vanille Coke, normale Coke, Light Coke, Zero Coke. Zero Coke allerdings mega kalt, sonst schmeckt die nicht. Okay, so, weiter, weiter, weiter. Nein, nein, nein. Warum haben die sich hier auch mit Gunnern angelegt? Anscheinend schon, sonst wäre der nicht hier. Gegen alles und jeden gekämpft. Balkon? Ne, da möchte man nicht hin. Mach ich erstmal die anderen Türen auf. Fahrstuhl. Da stand ja out of order. Aber da brauche ich jetzt nicht im Fahrstuhl, oder? Gunner Soldat. Gut, dann nehmen wir mal ein bisschen was mit von der Rüstung. Sieht ganz cool aus. Oh! Schön! Schöne Atombombe. Kann ich immer gebrauchen. Natürlich nur im Spiel, Leute. Okay. In echt wollen wir so Mist nicht sehen. So, eine Karotte. Warum hat er da eine Karotte dabei? Die einzige Karotte, die ich dabei habe. Ach, ihr wisst schon, was ich jetzt sagen will. So. Ja, der hat die. Na gut, dann gehen wir halt mal auf den Balkon, bevor wir drinnen irgendwo hingehen. Na, lädt ganz schön lange. Haben die so einen großen Balkon oder was? Da ist der garantiert über 30 Quadratmeter. Oh, ne, deswegen lädt es so lange. Oh, haha. Ah. Geil. Einfach nur geil. Frühling ist da. Leute. Was ist da unten los? Da hat sich doch gerade einer rumgekrümelt. Aber ja, mehr gibt es jetzt hier auch nicht zu sehen. Außer, dass es mega geil aussieht. Es ist ja wie der Trinity Tower, oder? So ein hohes Teil. Sehr, sehr schön. Gut, dann könnten wir jetzt den Fahrstuhl nehmen oder wir hüppen einfach noch ein bisschen nach unten. Würde ich eigentlich fast lieber machen. Den Fahrstuhl können wir immer mal noch benutzen, je nachdem, wo wir dann hinkommen.
Hände hoch, ich komme! Freeze! Hier drüben, hier! Oh! Ja! Ah, vielleicht brauchst du jetzt gar nicht mehr zwei nehmen. Ich habe doch den Skill freigeschaltet, das viel, viel besser heile. Mit den Stimpaks. Ah, ich habe so viel Muni! Die muss weg, sonst wird sie schlecht. Die muss eingekocht werden. Stirb! Elender Misthund. Ja! Ganz schön viele Mädels haben sie dabei, wa? Oh! Legendärer Sergeant! Hat denn der davon eine schöne Waffe? Oh! Oh, das war jetzt übertrieben, ich weiß, aber... Seine Waffe zieht mega viel ab. Was hat er denn da für eine Knarre? Ich wollte mich gerade zurückziehen, aber da hat ja ein Schuss. Hat ja übelst viel abgezogen. Das ist ja. Das ist ja nicht mehr normal. Okay, die hat man alle kalt gemacht. Genau, hier müssen wir runter. Gut, dann muss ich hier auf jeden Fall eine andere Waffe nehmen. Hahaha, nee. Oh, wir haben 34. Doch, wir haben 34 Raketen. Ne? Dann lasse ich mir da jetzt. Mache ich die Brüder gleich kalt hier. Ziel entdeckt. So, das war's. Lauf schön. Wo? Ah, direkt vor mir. Ja, toll. Da drauf war ich jetzt nicht gefasst. Auf den Nahkampf. So, wieder her mit meinem Raketenwerfer. Wo ist der legendäre Typ? Gibt es denn hier überhaupt? Ja, da ist er. Ja! Was? Ältester Maxen hat sie jetzt ja gerade den Spruch gebracht. Aber das war er ja nicht. Nur wahrscheinlich, weil sie ihn so mag und aus Ehre. Ich kann das ja auch verstehen. Ich verstehe auch zum Teil die Bruderschaft, aber... Ich werde den Teufel tun, jetzt hier gegen meinen Sohn zu schießen. Und wie hätte ich mich denn gefühlt, wenn ich jetzt gewusst hätte, ich unterstütze die Bruderschaft und nicht das Institut. Schieß vielleicht sogar noch gegen das Institut. Also das hätte ich mir nie verzeihen können, wenn ich dann rausgefunden hätte, dass Sean an Krebs gestorben ist. Also das... Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist meine Meinung. Ihr könnt mir gerne mal eure in die Kommentare schreiben, aber bitte sachlich und ruhig, liebe Freunde. Habt euch lieb und habt vor allem mich lieb. So, gibt es hier noch was Schönes? Muss man diesen riesen Ballermann wegtun, sonst sehe ich hier nichts. Hier geht es wieder hoch, aber wir sind ja extra nach unten gegangen. Ne, hier ist nur wieder Fahrstuhl out of order. So, was ist das denn für eine Waffe? Boah, die sieht ja cool aus. Schallgedämpft, modifiziert Sturmgewehr. Das Ding will ich mir mal kurz angucken. Dann wahrscheinlich bei S. Oder? Wird die Bird-Signalgranate? Na gut, die funktioniert jetzt natürlich auch nicht mehr. Ich mach mal die Splittergranaten rein.
Keller. So, ansonsten. Schallgedämpft, modifiziert, das hat 72. Das gefällt mir ganz gut. Das Ding packe ich mir mal. Der Junk Chat. Der macht ja eigentlich Spaß, aber ist jetzt leider nicht immer so effizient, wie ich ihn gerne hätte. Jetzt, das Ding will ich mal ausprobieren. Geil, da haben wir nämlich noch einen Haufen Munition. Da können wir mal richtig schön rumballern. 72 ist jetzt nicht das Allerbeste. Wir haben viele Waffen, die sind über 100, aber wenn ich da richtig rumballern kann wie ein Bekloppter, dann ist das ja schon wieder geil. Oh, schönes Rüstungsteil. Wieder eine Karotte. Ja, hier sind wieder ganz viele Gunner auch. Harald ohne Bein. Grüß dich. Muni, Muni, Muni. Nicht Money, Money, Money. So, da ist wieder ein Fahrstuhl. Hier noch irgendwas Brisantes. Ein weißer Teller, freilich. Wer ist da? Oh. Ah, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch die Waffe zücken. Aber erstmal gucken wir hier rein, wa? Geil, ich mag das hier jetzt schon, das Gebäude. Und ich finde die Mission bis jetzt auch schon cool, dass die das belagert haben. Weil die natürlich auch die Technik haben wollen. Wir versuchen es jetzt der Bruderschaft vor der Nase wegzustibitzen. So, wo warst du denn? Ich habe doch jemanden gehört hier. So, hier ist noch ein Alarm. Ich halluziniere wohl. Was zum Teufel? Sind die unter uns? Ah, die sind unter uns. Ja, dann. Ich fühle mich erstmal sicher mit der Knarre hier, mit meinem Ballermann. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Hahaha. Euch wird gleich noch viel weniger gefallen, was hier passiert, wenn ihr mich seht. Da stimmt was nicht. Da ist was faul. Kampfbereitschaft aufgehoben. Ah, Mist, komm ich hier nicht raus? Hallo? Ach, das ist nur wegen dem Stimpack hier. Da kommen wir wirklich nicht raus. Wer ist da? Warte. So, hier wird man aber dann nach unten kommen, oder? Schnapsglas. Ich den ganzen Tag Sachen. Hätte schwören können. Eventuell hier drüben. Sonst muss es hier einen Weg nach unten geben. Nee, dann müssen wir wirklich. Wer ist da? Aber hier möchte ich eigentlich nicht runterspringen. Was? Und da komme ich nicht hin. Schade, schade. Oh! Da liegt der Harry drinne. Schaffe ich das? Das müsste ich ja eigentlich aushalten. Oh, da ist einer. Wohl doch nur Fehlalarm. Schöne von hinten! Oh, das Ding ist ja mega geil, Leute. Vor allem mit Schalldämpfer, das macht absolut Sinn. So, ich versuche jetzt mal dahin zu springen. Geronimo! Okay. Es war natürlich nichts. Jetzt können wir gleich mal gucken, wie viel uns das heilt. Oh, das sieht gut aus. So, haben wir noch einen Punkt? Nee. Nee, haben wir nicht. Oh. Schalldämpfer entdecken sie uns eben auch nicht gleich, aber. Oh.
Oh oh, das Geballer geht wieder los. Er hat natürlich eine verdammt gute Reichweite. Mega geile Waffe! Super! Hab ich doch richtig gesehen. Erwischt! Hey, was traust dich so nah ran, du? Yuppie, du! Mach einen Vermarker! Haha! Cool! Ist er wieder da, der Mysteriöse. Warum kommen die alle auf mich zu? Lang nicht mehr ohne Bein gewesen, wa? Die Waffe ist ganz schön cool, ey. Oh, das sah nicht gesund aus, was da gerade mit deinem Kopf passiert ist. So, sehr schön. Das waren sie, wa? Meine Güte. Ganz schön brutal gerade gewesen. Aber klar, das hat ja Fallout an sich. Und Mensch, Leute, ich will Fallout 5. Ich habe es ja schon mal erwähnt. Oh, Kundendienstterminal, das lese ich mir auf jeden Fall noch durch. Aber ich muss erstmal Schluss machen, meine lieben Freunde. Das war Fallout 4 auf der PS5, Part 103. Lasst mir ein paar Likes da, ein paar Kommentare. Ich würde mich riesig freuen. Unterstützt das Video, haut auf den Abonnier-Button und seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Rumgeballere mit Affenkönig. Macht's gut. Ciao, ich wünsche euch was.